Was mich gerade noch ein bisschen irritiert, ist, dass da was auf der Karte blinkt. Oh, falscher Knopf. Was da noch was auf der Karte blinkt. So. Die Sojabohnen gehen gerade wieder nach unten. Das ist ein bisschen schade. Aber ich denke mal, wir werden da ganz richtig liegen. Dass wir da mal richtig Geld mitmachen. Aber Sojabohnen gibt es wahrscheinlich auch gar nicht so viele. Also vom Ertrag her. Deswegen kriegt man da ja auch so viel Geld für. Ich hoffe nur, dass der Anhänger stehen bleibt. Also realistisch wäre es, wenn man da hier in diesem Kipper den Dünger transportieren könnte. Aber ich habe so das blöde Gefühl, dass das nicht geht. Wollen wir mal schauen. Biegen Sie links ab. So, wollen wir mal gucken, ob das geht. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal das Saatgut. Hatte ich mir nicht sogar irgendwas gekauft gehabt, wo ich das draufpacken kann? Ach ja, ich wollte es ja mit dem Auto wegtransportieren. Hatte aber irgendwie nicht geklappt, ne? Das war doch irgendwie so. Wie? Moment mal! Hä? Wie geil ist das denn? Ich bin gerade geflasht. Was ist denn jetzt gerade gewesen? Ich bräuchte jetzt den zweiten Anhänger tatsächlich. Ich kann das Saatgut da reinschmeißen. Alter! Guck dir das mal an. Ich pisse im Strahl. Yay! Was? Das war jetzt nicht... Aber was... Aber wie kriege ich... Wie kriege ich denn das wieder in so eine Palette dann? Ich begreife gerade nichts. Oder ob ich das dann... irgendwie füllen kann? Ich bin gerade etwas überfragt, ne? Ich hole mir mal den zweiten Anhänger jetzt. Ja, das kostet alles sehr, sehr viel Geld. Mal sehen, ob das mit dem Dünger auch geht. Aber theoretisch, wenn das jetzt schon mit dem Saatgut geht, dann muss doch das damit auch gehen. Ah, was mache ich denn? Gabel! Du steckst im Boden! Was war das denn? Die Gabel hat sich gerade mal im Boden festgebackt. Ich habe jetzt ja mit vielem gerechnet. Aber damit habe ich nicht gerechnet. Ich glaube, Katapult! Los! Ich will, dass es richtig rum ist. Das ist jetzt aber echt eine blöde. Vielleicht kriege ich das ja aufgefüllt. Irgendwie. Oh, es liegt schon wieder so. Ey, das ist sowas von doof.
Ich probiere das jetzt erstmal mit dem Teil, was noch richtig steht. Ja, mit der Maus ist das nicht so richtig zu... nicht so einfach zu machen. Nein, so, so. Und jetzt fahren wir mal da drüber. Guck dir den Dünger an. Ih, das sieht aus wie so eine ekelhafte Masse, ey. So, jetzt probieren wir das erstmal wieder irgendwie umzuschmeißen. Los, ja, geht doch. Aber ich hoffe, dass ich den Dünger trotz allem noch einladen kann und so. Und das Saatgut auch. Ich finde das aber mega krass, dass ich das einfach so umladen kann. So, jetzt haben wir beide Anhänger dran. Ey, das ist voll schön. Das muss ich jetzt mit dem anderen Zeug natürlich auch machen. Aber wo bringe ich das hin, ist die Frage. Kann ich das da im Haus irgendwie abladen? Oder wie haben die sich das vorgestellt? Mit dem Flüssigen? Kann ich das mit dem... Wobei, das mit dem Flüssigen könnte ich mir vorstellen, dass ich das in die Tanks dann richtig machen kann. Aber wie kriege ich damit die Düngermaschine gefüllt? Und vor allen Dingen das Saatgut. Wie kriege ich das in die Saatgutmaschine mit dem Dünger und so weiter? Ich könnte mir vorstellen, dass wir das dann natürlich in der nächsten Aufnahmesession alles herausfinden werden. Aber ich werde jetzt erst noch das Lager ein bisschen aufräumen. Das heißt, wir werden hier unser Saatgut reinkippen in den Anhänger und in den anderen natürlich dann den Dünger. Und dann werde ich das da erstmal hinkippen. Und dann werde ich das gleich probieren, ob man mit der Saatgutmaschine das irgendwie wieder aufsammeln kann. Und ich sehe gerade, es wird Tag. Juhu, es wird Tag. Na endlich. Nach gefühlt 1000 Jahren wird's Tag. Huch. Was? Wieso sind das 1999 Liter? Nicht 2000. Beim Saatgut, guckt euch das mal an, da dümmt doch was nicht. Hab ich ein Krümelchen daneben geschüttet oder was? Und ich habe die Eier immer noch nicht verkauft, verdammt. Ich muss mal den... So. Jetzt werde ich erstmal den Dünger. So. Machen wir mal den... Oh! Na super. Das hat ja super gut funktioniert. Nicht. Ich habe auch im Moment irgendwie noch nicht die perfekte Kameraeinstellung rausgefunden. Dann löst sich einfach die Düngerpackung auf. Oh! Aber ich kann mir echt vorstellen, dass ich mich eigentlich nur neben den Haufen stellen muss. Und dann
wird das Zeug irgendwie aufgefüllt. Ich mutmaße hier im Moment, aber anders geht es auch nicht. Der war nicht mehr ganz so voll. So, und der letzte. Das müssen wir gleich beim Saatgut auch nochmal machen. Dass das überhaupt funktioniert. Ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Man merkt vielleicht, dass ich es im Moment noch nicht so ganz fassen kann. Aber damit können wir echt Lagerplatz erstens sparen und zweitens geht das dann auch viel schneller mit dem Transport. Jetzt macht das auch endlich mal Sinn, sowas hier zu benutzen. Theoretisch fehlt jetzt nur noch eine Sache. Und zwar, dass man den Dünger und den Saatgut manuell auffüllen muss. Das fehlt jetzt noch so ein bisschen. Das heißt also, wow, dass wir quasi uns da mit einer Schaufel hinstellen und das dann da reinschaufeln. Es wäre ja auch mal richtig cool, wenn das gehen würde. So, diese Palette, wow, diese Palette hier mit dem flüssigen müssen wir dann natürlich erstmal rausnehmen. Das wiegt auch um einiges mehr. Aber das kann ich einfach hier hinstellen. Weil das ein Kunststoffbehälter ist. Warum ziehe ich denn das jetzt mit? Jetzt. So. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das da irgendwie hinkippen. Durchs Gebüsch. So. Hinterster Anhänger erstmal ab. Dann fangen wir erstmal mit dem Dünger an. So, und jetzt hier abladen. So, Nummer 1 haben wir abgeladen. Nummer 2, das Saatgut. So. Haben wir das hier geschafft.
So, jetzt möchte ich mal gerne den Traktor hier nehmen und mal gucken, ob das geht mit dem Auffüllen. Aber wir machen natürlich erstmal den Traktor etwas sauber. Aber wenn das funktioniert, das wäre... Boah, das wäre super! So. Nope. Dann wird das Spiel immer besser, was ich nie gedacht hätte. Dass es so ein Ausmaß von Spielmechanik gegeben hätte in diesem Spiel. Also man muss schon sagen, obwohl ich es ja noch nicht lange spiele, aber wenn man mal so diese ganzen Sachen erkennt, dann muss man echt sagen, der Landwirtschaftssimulator 17 ist wirklich der beste, der jemals gemacht wurde. Vor allen Dingen sind viele Neuerungen dazugekommen, auch wenn man das auf den ersten Blick gar nicht so sehen mag. Aber schon allein, dass man einfach Sachen irgendwo abladen kann und dass man vor allen Dingen jetzt Dünger und Saatgut einfach da hinten hinkippen kann. Früher hattest du nur eine spezielle Stelle, jetzt musst du sie richtig kaufen. So, mal gucken. Kann ich es aufladen? Oh oh. Mal so eine ganz bescheidene Frage. Wie kriege ich denn das da jetzt aufgefüllt? Oh oh. Ich habe so ein kleines Problem. Ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass ich für den Traktor jetzt noch die Schaufel brauche. Das wäre jetzt eigentlich so mal, wenn man jetzt so logisch denkt, wäre das das Logischste von allen. Schiebeschild? Nein. Diverses? Nein. Ich brauche Frontlader, die Universalschaufel. Hier ist auch der Dünger und das alles drauf. Damit kann ich das hochschaufeln. Kostet 1400. Mensch, wenn ich das verkaufe, wenn ich das Ding kaufe, ne, dann habe ich kein Geld mehr. Aber das ist die einzige Möglichkeit. Ich bin leider zu neugierig. Ich muss aber auch was verkaufen im Zuge dessen. Damit ich nicht dann pleite gehe. Halt! Moment! Gabel abschmeißen. Was habe ich denn eigentlich noch so drin? Dennett Bakery, wo war die denn? Die war da unten, das ist gut. Also Weizen können wir gut wegbringen. Oh, ich kann den Einhänger, glaube ich, stehen lassen. Es sei denn, bei der Bäckerei kriegen wir auch einen guten Preis für Gerste. Sieht nicht so aus. Wobei, ich lasse, glaube ich, mal den einen Anhänger stehen. So, dann fahren wir da jetzt mal hin. Die blödeste Frage, die ich jetzt natürlich habe, wie kann ich denn damit was befüllen?
Das will ich jetzt noch ausprobieren, auch wenn jetzt eigentlich meine Aufnahmezeit schon zu Ende ist, mache ich trotzdem noch so weit lang, bis ich herausgefunden habe, wie es funktioniert. Weil sonst haben wir nämlich ganz umsonst den ganzen Dünger und die ganze Saat gekauft, weil wir sie nicht benutzen können. Das wäre natürlich echt sehr ungünstig, wenn das so wäre. Abbiegen! Yay! Und Bams! Und auskippen! Jetzt! So, jetzt müssen wir erstmal nicht mehr am Hungertuch nagen. Und auf geht's zum Shop. Ich freue mich schon, wenn wir die ganzen Sojabohnen ernten. Mensch, das Wasser sieht richtig schön aus. Ich glaube, beim Landwirtschaftssimulator 15 hat das noch nicht reflektiert, oder? Also, das ist quasi wie echtes Wasser aussah. Ich glaube, das war da noch nicht. Biegen wir diesmal hier ab. Biegen gleich wieder rechts ab. Und setzen vorne die Schaufel dran. So. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob das klappt. Boah. Gesundheit. War das gerade Stereo-Niesen, dass da zwei Personen genießt haben? Was eigentlich die Mehrzahlung von Niesen genossen? Das klingt irgendwie total... Genießt, genossen? Was sagt man denn im Volksmund? Weil genossen klingt komisch. Es klingt schon fast wie Genosse. Mensch, Traktor, gib mal ein bisschen Gas. Mm-hmm.